So, moin, willkommen zurück zu Let's Play The Night of the Rabbit. Genau, so heißt der Titel. Und ja, willkommen zurück, wie gesagt. Und jetzt geht's mal direkt weiter. Kann sein, dass es direkt hier im Anschluss entweder direkt an eine neue Folge kommt oder halt mit in der Folge, wenn es so sein sollte. Dann tut's mir leid. Aber jetzt hauen wir hier erstmal die ganzen Bernsteine rein. Passt! Großartig. Und den letzten noch. Perfekt! So, das war's. Eine Tür. Das muss der Durchgang sein, von dem der alte Magier gesprochen hat. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald. Hey, was ist das denn? Wow. Ein Raum aus grünem Glas. Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Das ist bestimmt eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Okay. Was für ein stechender Geruch. Das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Was können wir dagegen tun? Wie seltsam. Vergiss es, das klappt doch nie. Wie seltsam. Also irgendwie passt das nicht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Weil jetzt so eine Glastafel fehlt, oder was? Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Also irgendwie passt das nicht. Komisch. Mal gucken, ob die vielleicht mit uns reden kann. Die Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Ja, komm, weg. Eigentlich wollte ich hier das mal machen. Vielleicht bringt's ja was. Volle Hoffnung, okay. Aha! Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Okay, also voller Hoffnung geht's dann auch. Ich habe den Schlüssel. Du solltest da lieber runtergehen. Das klingt nicht gut. Mann, oh Mann. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Durchaus. Okay, also haben wir den Schlüssel und dann schließen wir da mal die Tür mit auf. Und dann mal schauen, was jetzt geschieht. Das nächste Portal geht auf, okay. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, wo wir jetzt hinkommen. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Dann mal rein da, Jerry. Wenn der Makino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Pass auf, Jerry! Der Fuchs! Na nun, wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Oh? Plato, das ist Kitsune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Oh. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Preiselbeerenpfannkuchen. Du bist süß. Kitsune, Plato, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Ich lass dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam. Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du
brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote, aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Sehr ehrenhaft von Plato, möchte ich mal sagen. Finde ich schon ganz cool. Ah, hier waren wir doch schon mal. Plato? Kitsune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Gang ins Ungewisse, ins Weiß. Heller Pfad, Weg ins Licht. Okay, jetzt müssen wir uns für irgendwas entscheiden. Ich weiß es nicht, aber ich mach's mal so, dass ich mal ganz kurz speichere. Da dürft ihr jetzt ruhig mal mit dabei sein. Ich speichere das hier einfach mal. Eine Sekunde. Ja, meine Spielstände hier. Speichern. So, und dann einmal den. Und dann machen wir jetzt einfach mal den Gang ins Ungewisse. Das finde ich ganz gut. Hier lang? Könnte sein. Nein, schon okay. Wieder hier. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Gang ins Weiß. Vielleicht ist es dieser Weg. Nein. Bin ich hier richtig? Entschuldigung. Weg ins Licht. Vielleicht hier lang? Auch nicht. Das war doch bestimmt schon wieder falsch. Dann aber hier lang. Vielleicht ist es dieser Weg. Null. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Mal gucken, wie. Also ich wüsste nicht, wie. Jemand von euch? Hier lang könnt... Oh, eigentlich wollte ich was damit benutzen. Okay, unser magischer Blick bringt hier irgendwie nichts. Okay, heller Pfad, Gang ins Ungewisse, ins Weiß. Weg ins Licht. Was sagt denn das Tagebuch eigentlich? Verloren im Nebel, nun ist guter Rat teuer. Okay. Nun ist guter Rat teuer, aber woher kriegen wir einen Rat? Versuchen wir es mal damit. Ist es so einfach? Jerry. Hallo? Jerry. Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen, sich aufzulösen. Zarov verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zarov meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zarovs Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Alter Magier. Er ist fort. Wieder allein.
ein Geräusch. Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe. Schon wieder so ein... Halt, du sprichst ja. Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Aber wer bist du überhaupt? Reden wir doch mal mit ihm. Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Aber wer bist du? Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur eine Rabe. Eigentlich wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem, seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Was ist das hier für ein Ort? Gute Frage. Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Aber ich schlafe nicht. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Ja, das ist doch gut. Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Dieses Rad. Drehst du das Rad, wird dir dieser Ort Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst. Und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege, nur Fenster oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Wen hast du hier gesehen? Wen hast du hier gesehen? Oh. Zuerst waren da vier seltsame Echsen, die einem großen Mann auf die Lichtung folgten. Dann kam ein Hase mit seltsamen Augen aus der entgegengesetzten Richtung. Der Marquis! Ich bin hinter ihm hergeflogen. Doch er hat deine Welt betreten. Dorthin konnte ich ihm nicht folgen. Warum nicht? Ich stamme von hier, aus den Erinnerungen des ersten Baumes. Für mich gibt es keinen Platz außerhalb der Träume. Würde ich eure Welt betreten, müsste etwas oder jemand anderes verloren gehen. Aber es gibt wenige, die sich in euren Wirklichkeiten bewegen können, ohne das Gleichgewicht zu stören. Sie beseelen Steine und Pflanzen und wandeln so zwischen Traum und Realität. Oh, ich glaube, so jemanden kenne ich schon. So, jetzt haben wir erstmal alles. Ich versuche weiter, mein Glück. Bis später. Viel Glück. So, was haben wir denn jetzt eigentlich bekommen? Baumrinde? Sagt mir persönlich gar nichts. Rinde hilft da nicht viel. Hier lang könnte... Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Bin ich hier richtig? So, wir gehen jetzt mal an dieses steinerne Rad und drehen es mal. Mal gucken, was wir so gezeigt bekommen. Wege haben sich verändert. Wie merkwürdig. Das sind gar keine Wege mehr,
fast aus wie Fenster zu verschiedenen Orten. Also das hier ist Mauswald zur Kanone, eine überflutete Stadt, ein alter Bekannter und Lagerfeuer. Und das hier oben, das ist einfach nett. Hier kreuzen sich die Wege.